Hallo, ich bin's wieder, Steuerberater Klaas-Peter Müller aus Hamburg. Alle Kontaktdaten zu finden unter cpm-steuerberater.de. Ich melde mich heute aus dem Textmobil mal zum Thema Ausbildungskosten. Also Erstausbildung, Zweitausbildung, Erststudium, Zweitstudium und so weiter. Alles, was zu dieser Thematik gehört. Immer wieder im Rahmen der Einkommensteuererklärungserstellung werden wir gefragt, wie diese Aufwendungen, die entstanden sind für die Ausbildung oder für das Studium, wie die steueroptimal abziehbar sind. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, viele Einschränkungen, aber auch viele Möglichkeiten, je nachdem, welche Fallkonstellation vorhanden ist. Man muss hier grundsätzlich zwei Konstellationen beachten. Einmal Erststudium, Zweitstudium, also Erstausbildung und Zweitausbildung, das als Kriterium. Und wer hat die Aufwendung getragen? Hat es der Studierende oder der Auszubildende selber getragen, also das Kind selber, oder haben es die Eltern getragen? So, diese Konstellation in bestimmten Kombinationen, die sind dann zu betrachten und die führen dann immer zu unterschiedlichen Bewertungen und steuerlichen Auswirkungen. Grundsätzlich, um das Schema einmal darzustellen, ich werde den Blogbeitrag, den wir geschrieben haben, hier nochmal drunter verlinken. Kann man alles nochmal in Ruhe nachlesen. Auch ist mehr im Detail. Hier also nochmal ganz kurz nur die Struktur. Wie gesagt, fangen wir mal an mit Erstausbildung, Erststudium. Grundsätzlich ist jetzt entschieden worden, dass Erstausbildung und Erststudium keine vorweggenommenen Betriebsausgaben und vorweggenommenen Werbungskosten sind. Das heißt, sie finden nicht im Rahmen der Einkünfteermittlung statt, also die Berücksichtigung dieser Kosten im Rahmen der Einkünfte, sondern außerhalb. Wenn, dann außerhalb, nicht im Rahmen der Einkünfte. So, das ist festgestellt worden, weil diese Aufwendungen offensichtlich mehr dem privaten Bereich, also der eigenen Bildung sozusagen, zuzuordnen sind, als wirklich der Einkünfteerzielungsabsicht. So, das ist jetzt festgestellt worden, höchstrichterlich, und damit ist das auch klar. Erstausbildungskosten können, wenn das Kind, also der Auszubildende oder Studierende, Aufwendungen trägt, aber im Rahmen der Sonderausgaben abgezogen werden. Ne? Das heißt, eine Berücksichtigung kann stattfinden, bis zum Höchstbetrag von 6.000 Euro. Allerdings wirken sich diese Aufwendungen nur aus, wenn eben Einkünfte vorhanden sind. Ne? Weil systematisch in der Berechnung sind eben die Einkünfte zu ermitteln und davon werden dann die Sonderausgaben abgezogen. Und der Verlustvortrag, den man versucht hat anzustreben durch Werbungskosten und Betriebsausgaben, der entsteht ja vor den Sonderausgaben. Das heißt, bei der Einkünfteerzielung, wenn da ein Minus stattfindet, oder ein Verlust stattfindet, kann man den vortragen. Wenn jetzt aber Einkünfte vorhanden sind von 5.000 Euro, man zieht 6.000 Euro Ausbildungskosten ab, hat man zwar ein Minus von 1.000, aber zu versteuerndes Einkommen, aber die werden nicht vorgetragen, weil sie nicht im Rahmen der Einkünfteermittlung stattfinden, sondern erst im Rahmen, wenn man die Sonderausgaben abzieht. Das heißt, das ist ein kleiner Nachteil, aber abziehbar sind sie im Rahmen der Sonderausgaben beim Studierenden, beim Auszubildenden, wirken sich allerdings nicht aus, wenn ich keine Einkünfte habe. Das heißt, diese Aufwendungen, die verpuffen dann. Wenn die Eltern diese Kosten tragen, dann sind sie auch erstmal nicht abziehbar, weil diese Aufwendungen im Rahmen der Kinderfreibeträge abgegolten sein sollen. Das heißt, ne, Ausbildungs- und Betreuungsfreibeträge, dieser Kinderfreibetrag, der soll diese Aufwendungen mit abdecken. Wenn das Kind außerhalb untergebracht ist, kann man neben den Kinderfreibeträgen dann auch noch einen besonderen Freibetrag abziehen für die auswärtige Unterbringung des Kindes. So, das ist erstmal die Systematik Erstausbildung. Grundsätzlich keine Werbungskosten, keine Betriebsausgaben, sondern nur Sonderausgaben, wenn es das Kind oder der Auszubildende selber trägt. Wenn die Eltern die Aufwendung tragen, dann sind sie im Rahmen der Kinderfreibeträge abgegolten. Auswärtige Unterbringung führt zu einem zusätzlichen Freibetrag. Wenn das Kind über 25 Jahre alt ist, können diese Aufwendungen allerdings bei den Eltern als außergewöhnliche Belastung abgesetzt werden. Auch wieder bis zu einem Höchstbetrag, aber über 25 Jahre abziehbar als außergewöhnliche Belastung bei den Eltern. Unter 25 Jahre abgegolten über den Kinderfreibetrag oder über den zusätzlichen Freibetrag über die auswärtige Unterbringung. Das ist erstmal die Systematik, wer zahlt was und ist es Erstausbildung oder Erststudium. Zweiter Schritt ist sozusagen, oder zweites Schema ist Zweitausbildung oder Folgeausbildung. Diese Aufwendungen sind grundsätzlich, wenn der Auszubildende die trägt,
vorweggenommene Betriebsausgaben oder vorweggenommene Werbungskosten. So, das ist das, was man erreichen will, weil es die Einkünfte mindert und wenn Verluste dadurch entstehen, man die vortragen kann. Ne? Das ist das Gute. Wenn die Eltern diese Aufwendungen tragen, sind sie auch im Rahmen der Gewinnermittlung des Kindes abziehbar, weil man hier unterstellt, dass hier ein verkürzter Zahlungsweg stattfindet und dass die Eltern sozusagen das verauslagen im Rahmen des Elternseins und dadurch die Aufwendungen dann bei den Kindern Betriebsausgabe oder Werbungskosten sein können. Das ist das Schema Ausbildungskosten. Im Grunde genommen als Systematik nicht kompliziert. Man muss halt nur, wie gesagt, darstellen, Erstausbildung, Zweitausbildung und wer trägt die Aufwendungen. Bei der Erstausbildung ist es interessant zu wissen, wer es bezahlt. Bei der Zweitausbildung ist es letztendlich über den abgekürzten Zahlungsweg, über die Eltern, wenn die dann die Aufwendung tragen, auch bei den Kindern zu berücksichtigen und dadurch dort auch abziehbar. Wichtig ist, dass wenn die Eltern die Kosten tragen, dass man Vereinbarungen hat, dass man das Ganze irgendwie darstellt, dass man weiß, wem die Kosten zuzurechnen sein können, wenn mehrere Kinder da sind und so weiter, dass man das dann auch darstellt. Lässt sich natürlich dann auch über die Aufwendungen, die entstanden sind, wenn es um Studiengebühren, da stehen natürlich die Namen drauf und die Zuordnung ist klar, aber bei allen anderen Aufwendungen sollte das Ganze schon schriftlich irgendwie fixiert werden. Die nächste Frage ist immer, welche Aufwendungen werden denn überhaupt anerkannt? Und da zählt wieder die Überschrift, alle Aufwendungen, die getätigt werden, um studieren zu können oder um Ausbildung machen zu können, die zählen rein. Das heißt, hier ist es eine Frage der Begründung, Arbeitsmaterialien, Papier, Stifte, wenn ich ein spezielles Studium habe, wo ich auch anderes Material beschaffen muss, weil ich Architektur studiere, Material, um Bauten zu fertigen, was auch immer, Fahrtkosten zum Studium hin, auswärtige Unterbringung, Aufwendungen für eine zweite Wohnung, für eine WG-Wohnung oder was auch immer. Also alle Aufwendungen, die dazu führen, dass ich in der Lage bin zu studieren. Ja, ist immer nicht abschließend aufzählbar, aber im Grunde genommen zählt dann letztendlich die Begründung, die man finden muss, habe ich die Aufwendungen, um studieren zu können. Wenn ich PC, wenn ich Laptop mir anschaffen muss, das sind alles Aufwendungen, die abziehbar sind und berücksichtigbar sind, eventuell über die Nutzungsdauer abzuschreiben. So, die Frage, wenn eine Vermengung stattfindet zwischen betrieblicher Veranlassung, also oder beruflicher oder Studienveranlassung und privater Veranlassung. Ist hier eine Aufteilung vorzunehmen? Ne, bei Arbeitsmaterialien ist es oft der Fall, also beim Computer oder Laptop ist das meistens der Fall, dass man im Schätzungswege sagen muss, wie hoch ist der Anteil, den ich das Gerät für Studium brauche und wie hoch ist der Anteil, den ich das für den privaten Bereich brauche. So, dann läuft es meistens über eine Schätzung 50-50 hinaus, aber letztendlich kann ich das zeitmäßig auch darstellen, indem ich Aufschreibungen mache und kann das natürlich auch 20-80 aufteilen oder wie auch immer. Letztendlich ist es eine Frage der Darstellung und des Beweises. Ne? So, das zum Schema. Wie gesagt, hier unten, ich verlinke nochmal den Blogbeitrag und dann ist zumindest die Systematik mal klar, dass eigentlich Aufwendungen nicht verpuffen müssen, sondern dass es nur eine Frage ist, an welcher Stelle kann ich diese Aufwendungen ansetzen. Und ob eventuell dann die Höchstbeträge die realen Kosten kappen und dadurch eine kleine Verpuffung stattfindet, das muss man dann im Einzelfall sehen. Also das zum Thema Ausbildungskosten. Wem der Kanal gefällt, abonnieren für weitere Steuertipps. Wem das Video gefällt, liken, teilen mit Leuten, die das zu interessieren hat. Ansonsten sehen wir uns auch auf den anderen Kanälen wie Facebook, Instagram und YouTube. Und ja, bis dahin. Tschüss.